Hallo, liebe Chili-Freunde. Es ist Mitte Mai, die Eisheiligen liegen seit gestern hinter uns und inzwischen sieht man auch endlich in der Natur, dass der Frühling begonnen hat. Besonders schön erkennt man das an unserem roten Fächer-Ahorn, der zu dieser Jahreszeit immer ein besonders leuchtendes Blattwerk zu bieten hat. Pünktlich vor den Eisheiligen war es dann auch nachts schon so warm, dass die Chilis ihre ersten Nächte im Garten schlafen durften. Entsprechend hatte ich mir eigentlich fest vorgenommen, euch in diesem Anzucht-Update den lang ersehnten Umzug in die Endtöpfe zu zeigen. Eigentlich, denn kaum habe ich brav das Ende der Eisheiligen abgewartet, bietet der Wetterbericht für die kommende Woche einen bunten Mix aus Regen, Sturm und kühlen Nachttemperaturen. Nicht wirklich ideale Startbedingungen für die Pflanzen, um riesige Töpfe zu durchwurzeln und kräftig zu wachsen. Da dürfte mein Anzuchtregal aktuell noch der bessere Standort sein und entsprechend müssen die Chilis doch noch eine Woche länger in ihren inzwischen recht klein gewordenen Töpfen bleiben. Und so lange trage ich sie weiter bei jeder kurzen Sonnenphase raus und anschließend wieder rein. So wie ich es jetzt schon seit Wochen mache. Yay! Aber so ganz müsst ihr in diesem Video trotzdem nicht auf eine Umtopf-Story verzichten. Denn den Physalis wurden ihre 6-Liter-Töpfe inzwischen so klein, dass ich sie schon am 9. Mai auf 40 Liter vergrößert habe. Bevor ich euch das zeige, merkt euch mal, wie schön die Chili allesamt exakt unter der Fläche des Sonnenschirms stehen. Dazu kommen wir später noch. Zunächst einmal dürft ihr mir aber bei ein wenig körperlicher Arbeit zusehen. Für die insgesamt gut 80 Liter Substratvolumen verwende ich übrigens nicht meine recycelte Erde aus dem Vorjahr, sondern frisch gekaufte Komposterde von Havita, die ich auch schon in der Anzucht benutzt habe. Der Grund ist, dass ich selbst für die Chili nicht genug von der mit Schafswolle und Knochenmehl aufbereiteten Erde habe. Und da die Physalis bei mir im Rang unter Chilis stehen, müssen sie halt mit dem gekauften Zeug auskommen. Wasserspeicherfähigkeit ein wenig zu verbessern, kommt noch ein guter Schuss Vermiculite in die Töpfe. Falls ihr gerade meinen schönen Strohhut bewundert, mein Hautarzt in München hat mir vor 10 Jahren schon prognostiziert, dass ich in bereits damals erkennbarer Ermangelung einer schützenden Haarpracht mit spätestens 60 weißen Hautkrebs hätte. Ich habe dagegen gewettet und entsprechend bedeutet Sonne für mich seitdem immer auch Kopfbedeckung. Und gerade für Gartenarbeit ist so ein luftiger Strohhut da eine echt angenehme Option. Aber hier geht es ja nicht um meinen nackten Schädel, sondern ums Umtopfen. Dazu habe ich die Erde und das Vermiculite gut vermischt und anschließend eine Mulde gemacht, in der die Physalis in etwa auf die passende Höhe kommt. Anschließend musste der alte Topf ab. Dank Reißverschluss ja kein Problem. Und wie man sieht, haben die Stofftöpfe auch hier wieder exakt das gemacht, was sie sollten. Ringwurzeln selbst dann zuverlässig verhindern, wenn die Pflanzen sehr viel länger in einem kleinen Topf stehen, als sie es idealerweise sollten. Also rein ins neue Zuhause. Mittig ist irgendwie anders. Also nochmal ein wenig nachjustieren. Perfekt.
Weiter geht es mit Nummer 2. Hier zeigt sich beim Ballen das gleiche Bild und wenn man nicht spüren würde, wie fest und kompakt das Ganze ist, könnte man fast meinen, die hätte kaum Wurzeln gebildet. Gleich beim Angießen werden wir aber sehen, das Gegenteil ist der Fall. Zunächst einmal muss aber noch Erde aufgefüllt werden. Da ich nicht extra noch einen Sack der Havita aufschneiden wollte, habe ich einfach einen alten Tomateneimer aus dem Vorjahr genommen, der auch bei unseren Eichhörnchen sehr beliebt zu sein schien. Diese alte Erde dürfte zwar recht ausgelaugt sein, da ich sie im Herbst nicht aufbereitet habe, aber die insgesamt 70 Liter Komposterde im unteren Bereich der großen Stofftöpfe sind ja gut vorgedüngt und da ich auch keinen Langzeitdünger eingebracht habe, plane ich die Physalis ohnehin über die Saison mineralisch nachzudüngen, wenn es nötig wird. Bevor ich die Stofftöpfe aber komplett auffüllen kann, müssen untenrum noch Blätter weg. Die würden andernfalls auf dem nassen Substrat aufliegen, was das Eindringen von Krankheiten begünstigen kann. Fertig. Jetzt müssen sie nur noch an ihren Standort im Kiesbeet und angegossen werden. Für das Angießen habe ich wieder Hesi-Powerzyme und Hesi-Wurzelkomplex nach Herstellerangabe gemischt. Da die Erde aus der Packung schon recht feucht war, gab es pro 40-Liter-Topf nur 10 Liter Wasser zum Angießen. Es sollte ja ohnehin wieder regnen. Auf dem Weg zum finalen Standort gab es dann allerdings noch ein kleines Unglück. Die beiden Töpfe, die ich hier verwendet habe, waren nämlich meine ersten beiden 40 Liter Prototypen aus der Fabrik. Da wäre es ja schade, wenn ich die nicht auch nutzen würde, oder? Ja, was ich dabei nicht bedacht hatte, war, dass die größte Veränderung vom Prototypen zur Serienproduktion die Vernähung der Handgriffe war. Die ist nämlich bei diesen beiden Töpfen noch eine einfache Naht gewesen. Das fiel mir dann exakt in dem Moment wieder ein, als die erste Physalis samt Topf ziemlich unsanft vor mir auf dem Boden aufschlug, während ich nur noch die beiden Griffe in der Hand hielt. Leider ist dabei ein kompletter Arm abgebrochen. Ich habe zwar noch versucht, ihn mit Frischhaltefolie und zwei Klammern zu retten, aber trotzdem ich die Pflanzen auch sofort mit Wasser eingesprüht und in den Schatten gestellt habe, kam hier jede Hilfe zu spät. Nachdem ich ein paar Minuten über meine eigene Dämlichkeit geflucht habe, den Mitschnitt erspare ich euch, wurde dann trotzdem angegossen. Immerhin kam dabei nochmal etwas Erfreuliches zutage. Das Wasser hat nämlich die oberste Erdschicht vom Wurzelballen weggeschwemmt, was einen Blick auf das wunderbar fein vernetzte Wurzelwerk freimachte. Das habe ich anschließend natürlich wieder mit einer dünnen Schicht Erde abgedeckt. Exakt eine Woche lang hatte ich die Hoffnung, dass der gebrochene Arm sich vielleicht doch nochmal erholt, nicht aufgegeben. Doch heute hingen die Blätter noch schlapp herunter. Schade, denn wie man sieht, ist er durchaus wieder angewachsen. Von daher lasse ich mal die vorhandene Frucht und einen kleinen Austrieb hinter der Bruchstelle dran. Mal schauen, was draus wird. Wo wir gerade bei meinen Fails der Woche sind. Ihr erinnert euch an den Sonnenschirm, der so perfekt über allen meinen Chilis für Schatten sorgte? Wie man beim Umtopfen der Physalis unschwer erkennen konnte, war es an dem Tag ganz schön windig.
so windig, dass es einfach mal die Betonplatten des Schirmständers komplett angehoben und den Schirm in beeindruckender Präzision auf alle, und ich meine wirklich alle, meine Chilis geschlagen hat. In dem Moment dachte ich wirklich, ich könnte meine Chili-Saison abschreiben. Aber auch hier hatte ich Glück im Unglück. Einzig die Madame Jeannette hat bei diesem Unfall einen Arm verloren. Alle anderen Chilis blieben wie durch ein Wunder komplett unbeschädigt. Und somit kommen wir auch endlich zum Chili-Teil dieses Videos. Wie gesagt, sind diese durch die wetterbedingte Verschiebung der Umtopfaktion eher zur Randnotiz in diesem Anzucht-Update degradiert worden. Trotzdem gibt es natürlich zumindest einen kleinen Live-Bericht aus dem Regal. Aber auch hier machen den Anfang die beiden wirklich gigantisch gewachsenen Auberginen. Man sieht, für ihre kleinen 3-Liter-Töpfe haben die richtig massig Blattwerk gebildet und auch schon einige schöne große Blüten, die bestimmt ziemlich bald Früchte bilden werden. Ja, als nächstes haben wir die kleine Spitzpaprika. Dafür, dass sie so viel später angezogen wurde, macht sie sich wirklich gut, wie ich finde. Sieht gesund und munter aus. Ja, richtig cool ist die Achi Crystal, die ein bisschen an Tragflächen erinnert oder an einen Vogel mit ihren weit ausladenden Seitentrieben. Dann haben wir die eher unspektakuläre Thanos. Natürlich eine sehr schöne Blattfarbe, dieses Schwarz und Grün, einige Blüten, aber noch keine Früchte. Da ist die Hallows Eve schon einen guten Schritt weiter. Die hat nämlich inzwischen ihre erste kleine Frucht gebildet. Man sieht im Moment noch fast schwarz mit ein ganz klein bisschen Grün an der Spitze. Und auch sonst ist sie eigentlich recht schön gewachsen. Nicht die allergrößte, aber doch bedeutend größer als die Thanos. Ja, groß gewachsen bringt uns zur Achi Golden aus meinem Experiment. Das ist die letzte, die ich nicht verschenkt, sondern für mich behalten habe. Und wie man sieht, die hängt voll mit Früchten ringsum. Das ist wirklich, also Achi Golden kann ich wirklich jedem empfehlen. Extrem unkompliziert. Ja, weniger unkompliziert, aber dieses Jahr wirklich gut, ist die Reaper. Die erste Frucht beginnt tatsächlich schon rot zu werden. Leider nicht die ganz große, sondern eine der späteren. Aber es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis auch die große mit Sicherheit anfängt rot zu werden. Ja, direkt dahinter haben wir die Purple Cacho White Leaves. Und ja, wie man sieht, White Leaves ist Programm. Als nächstes haben wir die Fatali. Wirklich schön gewachsene Pflanze und hat auch schon ihre erste Frucht. Wirklich riesengroße Früchte, dagegen die Numex Big Jim. Hier muss ich teilweise ein bisschen abstützen auf den Griffen vom Topf, damit die Arme nicht so runterhängen. Dann als nächstes haben wir die Trinidad Scorpion, auch voll mit Früchten, ansonsten auch eine schöne, gesunde Pflanze. Und inzwischen hat die die allerersten winzig kleinen Fruchtansätze. Sieht mir gar nicht so richtig nach einer Trinidad Scorpion aus. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt, aber im Moment sind die noch so klein, das ist auch schwer zu sagen. Ja, hier die Devil's Tongue, war ja mal meine schönste, hat dann ziemlich Probleme gekriegt. Da sind mir etliche Blätter abgestorben, teilweise ganz, teilweise, wie man hier noch sieht, so halb. Da sind dann die vorderen Blattspitzen erst weich geworden, später komplett vertrocknet. Keine Ahnung, was ihr Problem war. Ich habe sie kräftig danach gespült. Ich hatte auf Überdüngung getippt, inzwischen wieder gut. Ja, auch die Madame Jeannette hat sich gut erholt von ihrem kleinen Unfall. Kompensiert das jetzt mit einem schönen kleinen Seitentrieb. Und soweit der aktuelle Stand im Anzuchtregal. Zum Abschluss noch ein kleines Update von meinem Mikrotomaten-Experiment im IKEA-Anzuchthaus, das ich ja vor 2 Wochen schon auf Facebook gezeigt hatte und euch natürlich auch hier nicht vorenthalten möchte. Für den kleinen Topf ist die Tomate meiner Meinung nach echt super geworden und die Früchte schmecken richtig gut. Man merkt geschmacklich absolut nicht, dass sie rein unter Kunstlicht gewachsen ist, da macht sich wirklich die hohe Lichtleistung in diesem kleinen Regal bemerkbar. Natürlich bleibt sowas eine ziemlich ineffiziente Spinnerei mit absurd hohem Pflegeaufwand. Aber genau dafür ist dieser Kanal ja da. Wenn ihr also noch mehr unsinnige, aber unterhaltsame Pflanzenexperimente sehen und auch die weitere Entwicklung meiner Chilis nicht verpassen wollt, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, diesem Video ein Like zu verpassen und meinen Kanal zu abonnieren. In diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Servus!